Hallo Jedi. Sali, hi. Schön, hast du den weiten Weg zu uns. Ja, sehr schön. Immer wieder gern. Dein Name ist ein bisschen schwierig zu aussprechen. Isedin Arnautovic. Genau, ja. Deshalb ja. Edi, weil es ein bisschen einfacher ist. Genau, es ist einfach die Mitte vom Namen. Wenn du vorher hinten etwas wegnimmst, genau. Dann hast du das. Viel einfacher. Du bist aus Sarnen, Sachsen. Sachsen. Ja. Für die, die das nicht kennen, das ist nicht Walden, Obwalden. Obwalden, das ist die Mitte von der Schweiz. Mitte von der Schweiz. Ein geografischer Innerschweizer. Genau. Ja. Und Zentralschweiz ist so ein bisschen Zug, ist auch Zentralschweiz, oder? Zug gehört dann zur Zentralschweiz. Ja. Ja, du darfst nie sagen, du sagst Innerschweizer, wenn du ein Zuger bist, das dreht die durch. Nein, ich glaube, Innerschweiz ist eigentlich nur Urischweiz und Unterwalden. Gut, das habe ich auch schon mitbekommen. Das ist relativ schwierig. Wir reden heute über Werbefotografie. Du bist nicht nur Werbefotograf, du machst eine Hochzeit, alles Mögliche. Aber ich werde auch heute so ein bisschen Sachen, wo du an Location machst, schnell anschauen. Hat mich noch fasziniert. Aber zuerst noch schnell, du hast einen zweiten Platz bei einem Wedding Award in Switzerland gewonnen. Du hast schon mal das Coverfoto in der Schweiz illustriert. Ja. Das schafft man, ja, kommt davon, was man bereit ist. In meinem Bereich würde es wahrscheinlich nie schaffen. Aber du bist nicht, du hast das Bild von dir tätig gewesen, oder? Ja, das ist ein Bild von mir. Die haben eine Spezialausgabe gehabt, Hochzeitsfotografie. Ah. Also eigentlich, nicht Hochzeitsfotografie, sondern die schönsten Locations in der Schweiz zum Heiraten. Ja. Und ich habe dort ein Bild auf der Jänzi Matt oben. Das ist zu Obwalden, irgendwo auf einem Hügel oben. Recht ein cooles Bild. Und ich bin eigentlich als Letzter, haben sie das Bild noch gefunden gehabt. Sie haben eigentlich schon sich entschieden gehabt, welches Bild das sie wollen. Ja. Und dann ist aber noch jemand gesagt, hey, ich hätte da noch eins. Und dann haben alle scheinbar gesagt, ah, das ist es. Das gut, cool. Ja. Also eigentlich per Zufall. Ja, häufig muss man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und ist weniger wie. Also ja, einfach nach Glück haben, das stimmt schon. Ja, das ist so. Spannend finde ich, du hast noch ein Hörbuch rausgebracht: 100 Tipps zum Heiraten. Also nicht Hochzeitsfotografie, sondern wenn man heiraten will. Genau, ja. Und der erste Tipp ist: Bist du dir sicher, dass du wirklich heiraten willst? Ja, das ist so, ja. Also, ich muss lachen, aber offensichtlich ist das ist ein Business oder ein Bedürfnis, dass die Leute nicht wissen, was das alles bedeutet. Ja, es sind halt, wenn man bei einer Hochzeit planen, gibt es halt extrem viele Sachen, wo man kann, oder also man muss nicht, wo man kann machen, wo man dazu organisieren kann. Ich sage jetzt mal, von allen Dienstleistern, die an einer Hochzeit beteiligt sind, ist eigentlich der Hochzeitsfotograf einer von den wenigen, der in der Regel von Anfang bis Ende alles sieht, oder? Stimmt, oder also, du bist wahrscheinlich auch drauf gekommen. Genau, oder? Weil, ich sage jetzt mal, ein Coiffeur, der ist am Anfang dabei, der Caterer ist beim Apéro dabei, das Restaurant ist am Abend dabei, das Brautmodengeschäft ist ganz am Anfang mal dabei. Aber als Fotograf hast du die Möglichkeit, wirklich. Also Hochzeitsfotograf hast du die Möglichkeit von Anfang an dabei zu sein, also je nachdem schon bei den Vorbereitungen, beim Anlegen, beim Schminken, Frisieren und bist eigentlich bis am Abend, bis um die Party dabei, oder? Und so siehst du eigentlich wirklich den ganzen Tag und kannst dann auch selber auch ein bisschen vergleichen, hey, was hat jetzt bei welcher Hochzeit besser funktioniert, wo können Schwierigkeiten entstehen, aber wo können es Probleme geben mit dem Zeitplan oder was wird oft vergessen und so weiter. Und sind halt da so ein bisschen die Details, dass zum Beispiel oftmals vergessen wird, dass man vielleicht Wochen vorher nicht unbedingt nur alles Mögliche organisieren will, oder? Sondern dass man sich eher entspannt, weil wenn du schon gestresst an den Hochzeitstag herkommst, dann ist die Hochzeit auch nicht mehr entspannend. Also. Das ist aber einfacher gesagt, wir kennen zu jedem, der ein Projekt geleitet hat, die letzte Woche läuft meistens am meisten, so, obwohl man vielleicht ganz viel Zeit hat vorher. Wir machen alles im letzten Moment. Ja, das ist so. Dafür habe ich eben den Tipp, dass man also die Arbeit dann abgeben. Das stimmt, das kann man zum Teil auch nicht. Ja, also wenn man das nicht kann, dann ist es natürlich schon schwierig zu schauen, was kann jetzt jemand anderes noch machen für mich, wenn man einfach das Gefühl hat, nur ich bringe das her, dann ist es natürlich schon schwieriger. Okay. Also wenn ihr heiraten wollt, er hat 100 Tipps als Hörbuch, die ihr könnt käuflich erwerben könnt. Genau. Ich werde nicht heiraten, also ich bin keiner von diesen Kunden. Was merkt ihr nur? Ja, das sagen alle. kurze Reaktionszeit finde ich bei dir noch spannend. Wir schicken es immer innerhalb von 1 bis 2 Stunden kommt eine Antwort. Ist nicht sehr häufig in der heutigen Zeit, finde ich aber sehr ein gutes Merkmal von einem Dienstleister. Weil schlussendlich wollte ich in dem Moment etwas, wo ich eine Mail schicke.
Natürlich macht es auf dieser Seite, verursacht unter Umständen Stress, wenn ich erwarte, dass es dran sofort die Antwort gibt. Aber ich glaube, man muss einfach immer so ein bisschen verfügbar sein. Ja, weißt du, den Stress, den machst du ja selber, oder? Das stimmt. Also, wenn ich hier umeinander bin, ja, dann schaue ich, dass ich spätestens nach 2-3 Stunden eine Antwort geben kann. Mhm. Und sonst, wenn ich im Ausland bin, dann schaue ich innerhalb von 24 Stunden eine Antwort zu geben. Was aber für viele auch schon ziemlich schnell ist, wenn ich festgestellt habe. Es ist zwar nicht so, dass ich die ganze Zeit am PC hänge und darauf warte, bis ein Mail reinkommt, aber ich bin selber halt auch einer, ich mache gerne Sachen sehr schnell und effizient. Und ich finde einfach, wenn ich 10 unbeantwortete Mails am Abend drin habe, dann schießt mich das ein bisschen an. Oder? Ja, es ist auch so, eine Belastung, wenn die Mailbox nicht genau. Leer ist. Das ist bei mir auch so, wenn ich die Mailbox Es gibt natürlich 2 Varianten, oder? Aber es gibt die einen, die sagen, ja, tut die Mails zu fixer Zeit abrufen. Wenn ich viel zu tun habe, mache ich das auch so. Aber wenn ich ein bisschen weniger gerade intensive Auslastung habe oder so, dann bin ich dort auch eher einer, der offen ist. Also ja, der hat auch gerade mal beantwortet. Mhm. Wenn es auch etwas ist, dass ich nur schreibe, hey, ich bin jetzt gerade unterwegs, ich bin im Ausland, kann ich mich morgen melden? Dass die Leute einfach wissen, mal, der hat es gelesen, das ist dran und das funktioniert. Ja, oder? Das hast du auch bei mir auch gemacht, dann bist du genau. Dubai. Ja. Was macht denn Dubai? Also ich habe eine Fotoreise organisiert und wir sind dort, ich habe dort ein paar Fotografen mitgenommen und haben dort eigentlich viel in der Nacht fotografiert, natürlich Städte oder, und so. Skyline ist sehr spektakulär dort, cooles Licht und alles. Also. Ja. Muss man mal erlebt haben. Ich bin 2-mal in Dubai und muss sagen, das 3. Mal wieder wahrscheinlich nicht mehr gehen. Nein, aber ich finde so, wenn man es noch nie gesehen hat, ist es schon spektakulär. Ja. Ob ich jetzt 2-3 Mal hergehe, wie gewisse andere, glaube ich eher weniger. Aber ich finde so, eines ist schon sehr spektakulär. Sind Sie immer noch krass am Bauen? Ja, überall. Also, das ist schon vor 10 Jahren so. Ja, die sind, also ich habe kein Bild ohne Krane können machen. Okay, gut. Wo das von der Moschee, dort hat es keine Krane drin, aber sonst überall Krane drin gehabt. Apropos Bauen und Überleitung, du bist nicht nur Hochzeitsfotograf, du machst auch Werbeaufnahmen für Firmen. Mhm. Du bist im Gesundheitswesen unterwegs, das habe ich gesehen bei ein paar Bildern. Und auf Baustellen. Baustellen habe ich ganz spannend gefunden. Ein erstes Bild, das ist eigentlich mein Lieblingsbild, wo einer, was am Tieren sind, und einer hat ein Rechen ins Bild. Und ja, ich kann mir sagen, man sieht selten so Bilder. Also wenn man sieht einfach so ein bisschen das Gleiche. Und man sagt, Baustelle, coole Sache, ich wollte wissen, wie das funktioniert. Also du kommst, es läuft dir irgendeinen an von einem Baugeschäft und sagt, hey, Eddie, wir brauchen Bilder. Oder was ist da genau der Auftrag gewesen? Hier ist es über eine Agentur gelaufen. Und zwar ist eine befreundete Agentur, Komplize heisst die. Und die machen eigentlich noch recht cooles Zeug und mit ihnen habe ich schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Viele Sachen vom Gesundheitswesen habe ich schon mit ihnen gemacht. Und die sind dann auf mich zu und gesagt, ja, wir haben da ein Buchgeschäft, die wollen dann einen komplett neuen Webauftritt, wo sie dann halt auch Bildmaterial brauchen. Es ist so eine Firma, die eigentlich 3 Teilbereiche hat und die sind eigentlich dann zu mir gekommen schon mit einer Bildidee, oder? Die haben eigentlich gesagt, ja, wir haben das und das so und so, wenn wir es jemandem zeigen, wie das es konkret nachher ausgeht, wird immer vor Ort entschieden. Oder? Das kannst du ja nie vorher sagen. Mhm. Und das Prinzip ist hier eigentlich, bei all von diesen jetzt Baustellenbildern ist immer gewesen, wir haben immer etwas im Vordergrund, wir haben eigentlich etwas in der Mitte, was so unser Hauptmotiv ist, und dann etwas im Hintergrund, damit eben das Auge so ein bisschen geführt wird, oder? Und damit wir eben so eine, einfach sagen, ich mache Bilder generell gerne mit Vordergrund, Mitte, Hintergrund, damit wir eben so ein auch eine Dimension hineingeben und nicht einfach etwas Flaches haben. Ja, dass auch bildgestalterisch ein bisschen anspruchsvoller ist und ein bisschen mehr, also fürs Auge mehr da ist. Man schaut mal das zweite Bild an. Ja, also da ist der Backerschaufel im Vordergrund. Dann der arbeitet, der ist meistens ein Hauptmotiv. Der ist Hauptmotiv. Und der hinten im Backer rein, dass der auch noch siehst. Genau. Was mir da auffällt, das ist blitzt, kann das sein. Das erste wahrscheinlich auch. Das erste ist auch geblitzt worden, genau. Weil du musst ja relativ viel Licht frontal, wo du wahrscheinlich sonst nicht hättest, wenn du jetzt da natürlich nicht unterwegs wärst. Kurz vielleicht, wie viel Blitz und wie viel Leistung?
Ich habe jetzt, wenn du zum ersten Bild zurückgehst, dort haben wir zwei Blitze gehabt. Aha. Und zwar habe ich einen Blitz vor auf der linken Seite gehabt, für das Porträt. Das ist, ich glaube, dort habe ich die Studioblitze mitgenommen, weil ich gewusst habe, dass ich Stromanschluss habe. Und ich habe dort noch kein Godox AD600 gehabt, den ich jetzt eigentlich für solche Sachen brauche. Da habe ich einen genommen mit einer grossen Softbox auf der linken Seite und auf der rechten Seite, das wo der rote Hintergrund ist, das ist auch noch ein Studioblitz, 400 Watt. Also das rote ist reingeblitzt? Ja, das ist reingeblitzt worden, das mit einer roten Folie. Bravo. Weil die Firma die hat die Farbe blau-rot. Oder? Und okay. Dann haben wir das auch noch ein bisschen reinbringen, weil sonst haben wir einfach dort eine grau-schwarze Fläche gehabt, das ist nicht so cool gewesen. Ja, aber es fällt, also mir ist es schon aufgefallen, das Rote, aber ich habe es nicht überlegt, dass man das reinblitzt haben. Ich dachte, das ist irgendeine Lampe, da macht es irgendetwas, keine Ahnung. Ja, es ist halt, weil es am helllichten Tag würde die Lampe nicht so fest. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist eigentlich irgendwie negativ aufgefallen. Und da beim zweiten Bild wahrscheinlich ein Blitz von... Genau, haben wir einen Blitz von der linken Seite. Auch wieder mit Softbox. Es könnte jetzt aber auch so ein Nikon-Aufsteckplatz gewesen sein. Ja, das ist interessant. Und was wir hier jetzt auch noch haben, da im Backerinnen, das Rote, das ist auch wieder... Also wenn man das Bild ganz neu herzoomt, erkennt man auch, dass es ein Blitz ist. Okay. Aber ich habe jetzt gesagt, komm, also einer, der ein Laie, der wird... Also mir ist es auch nicht aufgefallen, das ist einfach eine Lampe, die im Backerinnen ist. Aber jetzt, wo du rot sagst, fällt es mir natürlich so schon auf. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was im letzten... Ah, da hast du jetzt nichts bei dem. Das ist nur ein natürliches Licht gewesen. Ja. Was dort eigentlich auch mehr... Das waren mehr Bilder jetzt gewesen, die einfach so irgendwo als Hintergrund gebraucht werden oder so. Jetzt nicht direkt Bilder, die gross irgendwo zu sehen sind, sondern einfach so... Genau, so mehr als Impressionen. Ja, das so kommt Stimmige. Auch so von der Gestaltung oder von der Farbgebung her, kommt es ein bisschen anders daher. Genau. Aber auch hier irgendein Arm im Vordergrund, oder? Und hinten dran, die Leute sehen nicht mehr so gut. Aber es ist schon, es ist die gleiche Szene oder die gleichen Leute, aber es ist ein bisschen anders. Genau, es ist einfach mehr etwas im Geschehen, es ist nichts gestellt in dem Sinne. Genau. Dann hat es noch ein paar Details gehabt, und ich würde sagen, die finde ich, also die sind sicher gut für die Webseite, so ein bisschen als Beiwerk. Aber fasziniert mich jetzt zu wenig, weil es halt, ich habe gerne Leute drauf, ich sehe auch gerne Gesichter, ich sehe halt gerne... Das sind auch mehr wirklich einfach also Detail-Sachen, dass man zum Beispiel kann sagen, eben, wenn man etwas herredet, wenn man Böden macht oder so. Ja, natürlich. Dass man das so als Untermalung noch hat. Natürlich, schon für die Webseite und das ist schon brauchbar. Aber das sind auch Bilder, die sind in ein paar Sekunden erstellt gewesen. Das ist haben wir jetzt auch nicht du musst auch gross gemacht und so. Also. Du musst auch kein Dings haben, kein Blitz haben wahrscheinlich. Genau. Weil du läufst einfach auf der Baustelle rum und machst ein paar Details und fertig. Das ist klar. Der Auftrag haben wir schon gesagt. Also du hast einfach den Auftrag, du hast ein paar Ideen gehabt, aber du hast im Prinzip einfach müssen... Ja, wir hätten das eigentlich vor Ort dann zusammen mit einem Kollegen von der Agentur dann noch gemacht. Also er war dann auch dabei gewesen. Und dann... Die haben eigentlich das Bild so nach und nach aufbauen. Oder? Also, sie haben eigentlich gesagt, wir brauchen zum Beispiel ein Bild für die und die Abteilung. Und dann sind wir auf die Baustelle und dann wird mal geschaut, okay, was möchte ich hier genau hier verarbeiten? Und dann wird geschaut, okay, was könnte passen auf der Webseite. Okay. Also, es ist schon mehr dahinter, als einfach, zum Teil sieht es wirklich aus, als wenn du es einfach, die sind da am Arbeiten, der ist jetzt da Holz am Sagen, du gehst im Prinzip einfach an mit der Kamera und du hast das festhalten, während dem es dann arbeiten. Also so muss es ja auch aussehen. Ja, genau. Aber ich frage mich, wie fest hast du die Leute inszeniert? Hast du die Maschine noch zweckgebogen, damit sie genau so in dieser Perspektive ist? Wahrscheinlich da, schon. Ja, das ist schon. Die stehen da nicht einfach genau so drin. Ja, ja. Ich glaube, die Maschine, die ist schon per Zufall dort gestanden. Aber jetzt zum Beispiel, also da haben wir jetzt die Kreissäge nicht angelassen. Ja. Oder wir haben einfach den Balken hergetan und das Sagmal haben wir hergerührt. Das haben wir gerührt und fotografiert. Nicht, ist oder? Gut, ja. Wieso heißt es nicht laufen lassen? Ja, braucht es nicht. Also, braucht es nicht, okay. Vor allem kannst du es dann nicht kontrollieren. Oder? Da hätten wir jetzt Sagmal eigentlich richtig die Kamera müssen haben. Stimmt. Damit eben die wie sagen wir denn? Die Streifen, die es dann gibt, Bewegungsunschärfe, dass die halt auch zu ihm zeigt. Also wir haben eigentlich einen gehabt, der hinter ihm einfach vorgerührt hat, oder? Ja. Und das haben wir sich ein bisschen koordinieren, weil der hinten dran, wo wir sehen, der muss durchlaufen. Der muss auch genau durchlaufen und der darf aber nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten sein. Und die Schrittbewegung genau. Genau. Ja, was wir jetzt hier gemacht haben, wir haben jetzt hier keinen Blitz genommen, sondern weil wir hier recht starke Sonne gehabt haben, haben wir einen Sunbounce-Reflektor genommen von und von unten einfach ein bisschen aufgehellt. Oder okay.
Aber es ist eigentlich schon auch, aber ich sage jetzt mal, er könnte jetzt nicht so schaffen und die Kamera schauen mit einer Kreissäge. Nein, natürlich nicht. Es ist auch manchmal, das ist zum Beispiel auch im medizinischen Bereich so, was ich gemacht habe, manchmal musst du die Bewegungen ein bisschen unnatürlicher machen, damit sie auf dem Bild gut aussehen. Oder, weil wenn sie du natürlich machst, wie sie beim Arbeiten würdest machen, dann würde es auf dem Bild nicht gut aussehen. Ja, natürlich. Das natürlich. Ist immer so ein bisschen, also nicht ein Clinch, aber so ein bisschen etwas, wo ich den Leuten, die dann nachher für Models stehen oder posieren, denen das ein bisschen muss erklären. Aber es ist halt gleich wichtig, dass man jetzt speziell eben jetzt auch in diesem Bereich oder auch bei den medizinischen Bereich, dass man nichts macht, wo dann irgendjemand von aussen könnte sagen, hey, was mache ich dir für einen Scheiß, oder? Ja, also, weißt du, irgendetwas, was gefährlich ist, genau. Oder, jetzt eben auch hier, oder, muss natürlich alles sauergerecht sein mit Brillen, mit, haben sie so schon, eigentlich müssen sie alles immer anhaben. Aber ich weiss noch, einmal mal eine Kollegin kam, die fotografiert auf dem Bau, die hat gesagt, ja, immer wenn sie kommt, müssen sie immer alles anlegen. Also ja, Schutzkleidung, Schutz. Dort wird halt einfach noch extremer geschaut. Ja, logisch. Also, ich bin schon, falls sofort auf, wenn sie keine Brille anhat oder genau. Kein Gehörschutz. Ja. Genau. Also, sie haben Schutzkleidung schon, also zum Beispiel Helm hat jeder angehabt, immer. Ja. Und auch sonst, ich meine, es ist ja zum Eigenschutz, oder? Natürlich, aber manchmal ist es irgendwie, mach schnell etwas, oder es ist unbequem, oder es ist zu heiß im Sommer, also, es ist natürlich auch ein Zeichen, oder ein Image-Ding, dass du nicht arbeitest nach Vorschrift. Genau. Ja, da sind auch wieder zwei Vordergrund und Hintergrund. Mhm. Die sind jetzt auch zu weg. Bogen, sag ich mal. Genau, ja. Dort ist halt auch wieder so, okay, fragst halt mal nachher, was möchte ich dir verarbeiten, was ist in der Regel? Und dann ist eben, ja, seid ihr jetzt eben mit dem Kran operieren. Das ist dann mit der Fernbedienung, ja. Der vorne tut laden oder entladen und so weiter. Und da haben wir jetzt eigentlich auch einen Sundance-Reflektor verwendet, von unten rauf. Oder? Weil der hat so schön, da gibt es so schön goldiges Licht. Der reflektiert da im Helm. Genau, ja. Dort habe ich es nachher gemerkt, dass wahrscheinlich irgendetwas noch künstliches ist. Aber es sieht sehr natürlich aus, finde ich. Also authentisch aus und dynamisch. Und das Coole ist auch, dass das Gelbe von der Hose, das Gelbe von der Schalltafel und das Gelbe vom Baum da hinten, zusammen mit ein bisschen Blau vom Helm und der Rest ist relativ neutral von der Farbe her. Also es ist sehr harmonisch, obwohl der Baum hast du wahrscheinlich nicht können planen. Nein, definitiv nicht. Aber es sieht sehr schön aus. Ich finde, es ist wirklich... Ja, der nächste... Das ist irgendwie Vermessung, oder? Genau, ja. Das ist halt, ja, sehr posiert in dem Sinn, oder? Aber es ist dann mehr so, ich gebe den Leuten mehr so Szenen vor. Also, weißt du, ich Kopf in ein Bild hineinsetzen, nicht in sagen, jetzt schau einfach mal durch, sondern mehr so, okay, look, stell dir vor, du bist jetzt so in einem Vermessen und jetzt komme ich geschwind, möchte ich etwas fragen und du schaust ganz kurz zu mir durch. Genau. So, dann könnte sie sich vorstellen, okay, so und so, weil sonst eben, die Leute sind dann verkrampft oder wissen nicht genau, was sie machen müssen. Und so, wenn du ihnen irgendwie wie so eine Szene vorgibst, oder, das haben wir eigentlich beim Vorherigen, wo wir jetzt da das Paket aufmachen, ist eigentlich genau das Gleiche. Oder? So, stell dir vor, du bist jetzt das am Aufmachen und ich komme dich schon etwas fragen und du schaust einfach kurz zu mir auf. Das war eigentlich genau auch das. Wie viele Bilder hast du etwas müssen machen? Ungefähr, so pro Szene. Vielleicht 10 bis 20. Also, wir machen, das ist eigentlich nicht etwas, was man dann in einer Serienfilm macht, oder? Das läuft eigentlich sehr, sehr ruhig ab bei mir. Das ist eigentlich auch das, was die Leute auch gerne haben bei mir, dass das alles immer schön in einer Ruhe passiert. Und dann machst du mal ein Bild und dann schaust du mal an, vielleicht da ein bisschen mehr und da ein bisschen mehr geben. Und dann ist eben der Kollege von der Agentur auch noch dort, der dann auch sagt, ja, kannst du nur das heller machen oder kannst du nur das hier irgendwie so und so. Oder, und dann tust du eigentlich nach und nach so Details verändern, bis du am Schluss eigentlich kannst sagen, mal, das ist es oder das nehmen wir. Den Leuten zeigst du das Bild ja wie selten, damit sie sich das vorstellen, damit sie auch sehen, wie sie aussehen und was könnte besser machen. Ja, so. Ich finde das wichtig, vor allem halt auch, wenn du eine Fachperson hast, oder, für etwas, wo dann nachher vielleicht auch könnt sagen, hey, aber das so und so können wir das nicht machen. Ja, manchmal machst du irgendwelche Sachen aus einer Routine raus und dann merkst du aber auf dem Bild, sehen wir es ja viel genauer, oder? Und dann haben sie auch schon müssen sagen, hey, nein, das wirkt jetzt nicht so gut, ich muss das und das schauen. Ja, also es muss fachlich gut wirken und künstlerisch oder fürs Auge irgendwie etwas Gutes hergeben. Also das ist eigentlich ein Kompromiss. Nein, Kompromiss ist es nicht. Das ist ein Nein, es ist kein Kompromiss. Du musst einfach anpassen. Ja. Okay. Dann hier ganz anders. Also von der Farbe her sehr Rundtön. Aber es passt. Ja, spannend. Auch der Helm ist da.
Ist das jetzt eine andere Firma oder eine andere Abteilung? Das ist eine andere Abteilung. Okay. Also das ist jetzt eine Firma, die macht jetzt Umbauten, ja, oder innen dran. Und da ist eigentlich auch mit zwei Blitzer geschaffen worden. Einer für ihn vorne und einer für sie hinten dran. Ja, das sogar, ist ja, wenn nicht sogar zwei hinten. Das ist ja unter dem Dach, genau, das wäre ziemlich düster sonst. Genau. Und da haben wir jetzt wirklich da den Hammer laufen. Ja. Und, ja, aber das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht hinrühren. Ja, es ist schwierig, aber so hat es dann auch wieder den dynamischen Vordergrund gegeben, wo halt etwas passiert. Und aber du könntest jetzt einfach einen Baumstrahlen jetzt und beleuchten, oder? Wie man am Anfang früher gemacht hat. Ja, theoretisch wäre es schon auch möglich. Glaube ich, sehr authentisch. Aber also sind manchmal auch die Überlegungen. Kannst du aber nicht so gut kontrollieren, natürlich. Genau. Ja, und vor allem, dann hast du... Du kannst natürlich nicht gut dimmen, oder? Ja, und so weiter. Das ist nur ein Scherz gewesen, aber es ist jetzt gerade auch so eine Situation. Ja, möglich ist es schon. Für einen Baustrahler. Ich habe mich auch gefragt, wie stark sind Bilder bearbeitet? Und dann schickst du mir zwei Bilder, dann hat er jetzt das Gleiche geschickt. Also das ist unbearbeitet. Mhm. Dann gehe ich eins weiter. Achtung, man sieht nur einen kleinen Unterschied. Ich finde es noch beeindruckend, wie wenig das man sieht. Ja. Also sprich natürlich für dich als Fotograf, dass du vorher in der Kamera alles richtig machst, mhm, richtig belichtest und nachher, ja, was machst du noch ein bisschen? Also der Helm ist vielleicht ein bisschen hell geworden, hast du dann noch ein bisschen, also wie sind das, lichter ein bisschen zurückgenommen? Ja, ein bisschen zurückgenommen. Und viel mehr vielleicht auch ein Kontrast, aber viel mehr hast du gar nicht gemacht. Ja, also ich sage halt, ich bin nicht ein Bildbearbeiter. Bin ich auch nicht. Sondern ich bin halt Fotograf, ich tue die meisten Bilder im Lightroom bearbeiten. Es gibt ja schon Retuschen, die ich dann mache, wenn jetzt da irgendetwas wäre, wo jetzt mega störend ist oder so, dann würde man das so wegnehmen. Aber durch das, dass wir halt auch zwei, drei Leute sind, oder, vor Ort, dann sieht auch einer wieder, hey, weißt du, können wir das wegnehmen, können wir das wegnehmen. So, dass eigentlich nicht alles muss retuschiert werden. Und das ist eigentlich wieder unnötige Arbeit, wo, oder, das sehe ich als grossen Vorteil, wenn du allein bist, siehst du gewisse Sachen, siehst du einfach nicht, weil du dich auf andere Sachen konzentrierst. Und ein anderer sieht dann über die Schulter wahrscheinlich Sachen, wo... Genau. Also er sieht vielleicht Sachen nicht, die du siehst, ja, genau. Dafür sieht er andere Sachen. Was ich halt auch vielfach mache, jetzt bei der Baustelle war das nicht so gäbig, aber sonst, wenn ich irgendwo in einer Firma drin bin, dann wird bei mir einfach immer auf einem Monitor, auf einem Laptop fotografiert. Aha. Weil was ich dann habe, ist... Genau, dann sehen wir es grösser und dann habe ich aber auch manchmal den Kunden, manchmal eben jemand von der Agentur, der halt auf den Monitor schaut. Es gibt Fotografen, die haben das nicht gerne, die haben das Gefühl, man redet innen drin und ich bin halt der eine, der sagt, nein, ich will das mit den Leuten zusammen machen. Ja. Vor allem, wenn mir der Kunde vor Ort dann sagt, das ist gut, dann kann er nicht nachher später kommen und sagen, das ist gleich nicht gut. Logisch. Oder, also es macht viel mehr Sinn, finde ich, weil sonst kannst du im Zweifelsfall noch eins gehen, wenn der Kunde sagt, es ist nicht gut. Genau. Und du kannst am Schluss sagen, bist du zufrieden, müssen wir noch eins machen, also ist gut, dann sagt er, ist gut, und dann ist es erledigt. Und was halt bei mir ist, ich habe vor 12 Jahren meinen ersten Spiegelreflex gehabt. Ja. Das war ein D200 gewesen. Ist natürlich vom Dynamikumfang und allem nie das gewesen, was das jetzt ist, oder? Mhm. Und ich habe damals eigentlich schon gesagt, ich will es eigentlich in der Kamera richtig haben. Also ich habe früher schon den Leuten gesagt, die gesagt haben, weisst du, Weissabgleich ist scheißegal, kannst du ja im RAW fotografieren. Und dann habe ich immer gesagt, nein, es ist nicht das Gleiche. Ja. Ich will vor Ort doch schon wissen, wie das aussieht. Mhm. Aber wenn jetzt Weissabgleich etwas ist, wo halt gut kannst du nachträglich ändern. Ist mehr zur Not, dass du noch kannst machen kannst. Ja. Ich bin der Meinung, also vor Ort braucht es einfach viel mehr weniger Zeit, um das richtig zu machen, als nachher am Rechnen. Vor allem, wenn du 10 Bilder machst und 10-mal etwas rausretuschieren oder etwas korrigieren. Ja, es ist so. Also, es gibt manchmal schon Sachen, wo man halt vor Ort nicht kann ändern kann. Ich hatte zum Beispiel letztens einen Kundenauftrag gehabt, wo wir hinten dran, ist immer ein Auto auf dem Parkplatz gestanden. Das hat jetzt halt gestört. Ja. Und hätte das nicht können wegbringen. Das würde jetzt halt den Weg retuschen. Ja. Aber es sind halt Sachen, die man nicht vermeiden kann. Oder wenn jetzt irgendwie, wie bei mir, ich habe so schöne, feine Härli, die da immer rauskommen, das kannst du halt fast nicht vermeiden. Und das wird dann halt Video. Ja, ist schon gut. Du hast gesagt, vor 12 Jahren die erste Kamera. Wie hat sich dein Spiegelreflex. Wie hat sich dein Leben verändert, der Fotografie? Ja, prägt. Sehr, sehr prägt. Also ich habe extrem viele Leute kennengelernt durch das. Ja. Die ich sonst nie kennengelernt hätte. Ich bin extrem rumgekommen. Ich habe viele neue Sachen gelernt im Stil, wo eben
jetzt im ganzen medizinischen Bereich oder in den Spitälern, in den Altersheimen, in den Pflegeheimen, das ist für mich mega spannend. Oder in einer Klinik bin ich jetzt letztens für Schlaganfallpatienten. Das ist natürlich schon sehr spannend, einen Eindruck, also Einblick dort hineinzukriegen, den man sonst nicht hat. Oder? Hast du denn dort auch noch Zeit, um dich zu informieren, um was es geht, oder dich dir noch erklären oder zeigen, um was ja, es ja. geht? Ja, also das, ich frage halt auch, ich bin ja, halt ja. auch dadurch interessiert, also man könnte einfach hergehen und sagen, ist mir egal. Das ist einfach ein Auftrag, aber ich interessiere mich halt für das Zeug. Man hat ja immer wieder ein bisschen Zeit, mit den Leuten zu reden. Mhm. Oder eben, wenn man so auf der Baustelle ist und verschiedene Bereiche sieht, oder, und so. Und das finde ich halt schon sehr spannend, oder. Und, ja, ich meine, mich kenne ich recht viele Leute, aber ich habe die Möglichkeit, mit mega vielen Leuten in Kontakt zu kommen. Ich bin viel rumgekommen, aber jetzt auch mit den Fotoreisen, und das auch viel durch zum Beispiel gewisse Leute, wie zum Beispiel der Calvin Hollywood, oder, der jetzt auch schon da war, also nicht auf dem Sofa, aber schon wirklich war. Habe ich dann auch weitere Sachen kennengelernt, die halt auch mein ganzes Mindset sehr positiv beeinflusst haben. Wer will der Kamm? Ja, wirklich so. Ja, so ja es ist schon. Mut, oder? Und, er ist ein bisschen umstritten, aber ich bin der Meinung, er hat es von ziemlich weit unten ziemlich weit aufgeschafft. Ja. Das ist nicht einfach so möglich. Und das verstehen einfach viele nicht. Also ich finde es halt auch spannend, weil ich habe ihn gekannt, als er erst gerade angefangen hat. Aha. Da habe ich nicht in den Foren erlebt und alles. Also damals hat er in ihr Lern-DVDs für 15 Euro verkauft und ich bin Student gewesen, oder? Für mich sind 15 Stutz für uns. Ich habe gesagt, nein, ich gebe doch nicht 15 Stutz für den DVD, um ein bisschen Photoshop zu lernen. Weißt du, jetzt in ein paar Jahre später habe ich halt ein paar tausend Stutz ausgegeben, um von ihm zu lernen. Ja. Aber hat sich das halt auch gelohnt, oder? Ja. Und das sind, also es sind wirklich sind sehr, sehr, sehr viele Sachen, wo mich die Fotografie eigentlich so geprägt hat. Mhm. Und ich bin gar nicht bewusst gewesen, wie sich da die Frage ich glaube schon, es kommt sehr viel, es ist einfach ein langsamer Prozess. Aber ich glaube, man hat auch sehr viel mit Leuten zu tun, kann besser mit Leuten umgehen und so weiter. Also ich glaube, das hilft alles, was man in der Fotografie muss können. Ja, es kommt halt ein bisschen darauf ab, was für eine Art von Fotografie das man macht. Oder? Ich meine, ich habe zum Beispiel gemerkt, ich kann eine Zeit lang, also am Anfang probiere ich alles ein bisschen aus, oder? Mhm. Und bis ich dann irgendwie gemerkt habe, ich arbeite eigentlich am liebsten mit Menschen zusammen. Mhm. Oder also Sachen, wo Menschen drin involviert sind und nicht mit toten Materie. Also ich sage jetzt mal, Produktefotografie ist jetzt eher weniger mein Gebiet, weil es ist einfach tot. Es ist halt tot und langweilig, ja. Das ist für mich mega das Gleiche mit Landschaft. Also Landschaft hat eher noch ein Gefühl drin, aber es hat kein Mensch. Also sobald es kein Mensch drauf, finde ich immer so, ja, es ist ein bisschen schwierig für mich. Mhm. Kann ich sehr gut verstehen, ja. Aber schlussendlich muss jeder sein Thema finden und es hat so viele Themen in der Fotografie. Das ist, ja. Das ist echt schön. Sehr gut, vielen Dank fürs Kommen. Ja, sehr gerne. Danke und für die Einladung. Gerne ein anderes Mal. Ja, sehr gerne. Super. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Schöne.